Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um The Other Side of the Door, was einen Horrorfilm darstellt, auf den wir alle händeringend gewartet haben. Für mich ist es das filmische Äquivalent davon, wenn ich in die Küche gehen würde, mir alle Essensreste, die da so rumliegen, zusammensammle, die in den Mixer schmeiße und aufbereite auf das, was Neues dabei rauskommt. So etwa macht es der Film, der arbeitet mit etwa folgendem Szenario. Wir haben eine junge Familie mit zwei Kindern, leider stirbt ein Kind bei einem Unfall. Die trauernde Mutter kriegt kurz darauf den Hinweis, es gibt einen Tempel, in dem sie mit einem kleinen Ritual noch einmal mit ihrem Sohn sprechen kann. Dieses Ritual vollzieht sie dann auch, missachtet aber die Sicherheitsvorkehrungen oder die Regeln. Fortan ist das Haus der Familie dann mit einer Geistergestalt geplagt, eben die Seele des Jungen. Die ist jetzt böse, die ist jetzt wieder da und terrorisiert die Mutter, den Vater und die Tochter und auch den ein oder anderen in ihrem Umfeld. Es ist wie gesagt ein Aufwärmen altbekannter Dinge, denn aus diesem Gruselszenario kann man eigentlich kaum was Neues entwickeln. Nur das Vertraute, Altbekannte kann auch extrem gut funktionieren. Hier ist jetzt der Punkt, wo sich die Geister scheiden, wahrlich, denn der Film arbeitet vor allem mit einer Sache, mit Erschreckern. Es ist also quasi die Holzhammer-Methode, dass wirklich so alle paar Augenblicke wirklich so solche Schreckdinger kommen. Und ich sag so, die Dinger können unglaublich effektiv und praktisch sein, aber es ist auch irgendwie eine Bankrotterklärung an den Regisseur, wenn er mit so plumpen Erschreckermomenten im fast Minutentakt arbeiten muss. Trotzdem hat der Film auch an einigen anderen Punkten durchaus immer mal was zu bieten, was Atmosphäre angeht. Man hat ja sehr oft permanent Situationen, dass da irgendwie die Mutter oder sonst irgendeiner Geräusche hört und dann suchend durchs Haus läuft und irgendwo könnte irgendwas kommen und dann, also quasi die Momente, bis es dann zum eigentlichen Erschrecken kommt, dann doch ausgenutzt werden. Ja, ansonsten, wir haben hier mit Sarah Rayne Kellys, die ist noch aus Prison Break, und Jeremy Sisto, der hat regelmäßig Nebenrollen gespielt. Irgendwie nicht so richtige Star Power in den Hauptrollen, sondern einfach zwei typische Nebendarsteller, die hier jetzt auf einmal Hauptrollen spielen. Inhaltlich kann man sich an dem Ganzen, glaube ich, nicht groß beschweren, aber einfach nur, weil es zu banal ist, um sich zu beschweren. Es ist die typische Geistergeschichte mit ein paar Erschreckern und wenn man dann den Film in seiner Gänze sieht, merkt man, hat man alles schon mal gesehen, nur eben lange nicht mehr so. Also man kann als Referenz nehmen Friedhof der Kuscheltiere und The Ring. An The Ring haben mich vor allem so diese Gruselvisagen, sage ich mal, erinnert. Es gibt so ein paar Szenen, wo so entsetzte Horrorgesichter gezeigt werden und das hatte dann für mich irgend so ein bisschen was von The Ring. Ja, und Friedhof der Kuscheltiere oder andere vergleichbare Titel, einfach weil das Grundbedürfnis, mit dem der Film spielt, eben eine trauernde Person, die eine ungewöhnliche Chance bekommt, zumindest ihre Trauer zu lindern oder Abschied zu nehmen und damit das große Unheil heraufbeschwört. Die Basis ist ja eben wirklich dieses Grundbedürfnis und man kann es sogar verstehen, warum die Mutter da im Film das Ganze tut, auch wenn natürlich die Folgen so nicht beabsichtigt waren. Nichtsdestotrotz, der Film ist einfach so etwas. Ich habe ihn jetzt im Kino gesehen und deswegen hat er eigentlich sehr gut gewirkt, aber er ist nicht originell und auch kein Grund, wirklich eine Kinokarte zu lösen, wenn er denn am 2.6. ins deutsche Kino kommt. Ich bewerte ihn jetzt mit 3 von 5 Punkten. Das ist jetzt eigentlich wieder so üblich zwischen den Bewertungen gekippt, denn 2 von 5 ist eigentlich zu schlecht, 3 von 5 ist eigentlich zu gut. Lustigerweise, er kommt im Kino richtig gut, ist aber auf der anderen Seite eben keine Kinokarte wert. Deswegen 3 von 5 Punkten, keine wirkliche Empfehlung, kein wirkliches Abraten. Das müsst ihr entscheiden. Wie seht ihr das? Habt ihr The Ring noch im Kopf? Hättet ihr Lust, nochmal einen Film in diesem Schema zu sehen? Oder generell, was war der letzte richtig gute Horrorfilm, den ihr in einem Kino gesehen habt? Lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren unter diesem Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.